So, hallo. Frühlingsklima in Deutschland an der Müritz. An der Kuhlmühle mag ich mal was Heißes einlesen, was so passiert, so jemand im Deutsch-Logik-lieben Wissen einweist. Wortseelen, Weisheit. Oh. Obwohl es hier sehr still ist, ab von Autobahnlärm und Stadtgetöse, ist ja dennoch verkehrter Lärm vom Himmel tönend, krachend, geräuschend, rauschend. Wortseelen. Wortseelen, Weisheit, Heil, Passion. Das Wort, wortwörtlich. Ein Buch habe ich schreibt, welches noch grammatikalischen Vorschriften gefällig ist. Es ist ein Anfang. Ein Anfang, welcher im Worte Macht ist. Diesen Anfang habe ich ebenso noch in vergänglicher Form wählt, in Anlehnung an eine ins Deutsche wandelte Bibelschrift von Martin Luther. Am Anfang war das Wort. Noch ein Titel dieses Buches, Am Anfang war das Wort, heißt Von der Wortheilung zur Weltheilung. Diesen Namen hat der Lektor diesem Buch gibt, als Roman Schmidt, ist ein Psychologe und ebenso ein Verleger von Büchern, obwohl dieses Buch am Anfang war das Wort ein unverlegtes Buch, ist ein unvertriebenes, so ein Vertrieb, Verlag und was passiert noch? Unverlegtes Buch. Ja. Ein unverlegtes, unvertriebenes Buch. Ist am Anfang mal das Wort. Ja. Das ist 2003, 2004 passiert, als ich solche Schrift schöpft habe. Nun weiß ich mehr. Das Ende vom Ende ist da, so niemand mehr fängt, so niemand mehr das Fangen anfängt, so Mensch nach Erfangenem gerichtet ist, ist Mensch als Befangener verfangen im Gefängnis. Das ist das Wesentliche, was ich im Deutschlogischen nun weiß, das Wörtliche im namentlichen Deuten wissen. Das Eindeutige im deutschen namentlichen Wissen, Einsinnen, das Wesen im logischen Wissen. Warum schreibe ich so? Warum artikuliere ich so? Das Alpha als Schöpferkraft einfühlen, Einsinnen, Einweisen, dann so beten, dass das Alphabet im Worte dabei unversehrt, also heil bleibt. So ich etwas abnehme, wegnehme, wegkürze, dann fehlt etwas im Da, im Wort Da. Dann fehlt etwas im Elementaren. Jedes Alpha, jeder Buchstabe ist ein Kraftwesen, ist eine Information. So Buchstaben in einem Wort fehlen, fehlen elementare Informationen darin. Ich schreibe unvorschriftet. Unrechtsgerichtet.
Unrecht, Unrechtsschreib gerichtet. Jedoch so, dass das Wissen dabei steigt. Alles Wissen stammt vom Wort. So ich das Wort im Munde zwischen den Lippen einfühle, dann höre ich da, wo ich DTH schreibe, deutlich das DTH, welches als T nach den momentanen Rechtschreibregeln alphabetisch gefasst ist. Wie Rechtschreibreformer über das bestimmen, was Recht schreibt ist, hat Rainer Kunze in dem Büchlein Die Aura der Wörter, eine Denkschrift zur Rechtschreibreform, schön formuliert. Ich wandle darin noch, was ich als falsch, unheil, versehrt oder was ich als stimmig, heil, unversehrt einfühle. Dass man das Wort ja wohl nicht wortwörtlich nehmen kann, heißen es manchmal welche. Was denn sonst? Heiß ich dann. Soll ich das Wort unwörtlich nehme und unwörtlich sehe, unwörtlich einsehe, ist ja Kraft im Wort weg, welche ich dann unmöglich im, so dein Mensch unmöglich im Einklang ist, Kraft im Wort, so ist Wort unwörtlich einsinnt ist, genommen ist. Also einmal also bei diesem Ausspruch, dass man das Wort ja wohl nicht wortwörtlich nehmen kann. Einmal ist das Wort nicht ein Wort, welches keineswegs etwas wegmacht. Sogenannte Nichtwünsche machen nämlich, dass das, was im Nicht heißt ist, dennoch passiert. Also, so Mensch, das Wort verwortet, so das Wort weiß heißt, Wortweisheit dabei verweist, dann verliert Mensch Kraft am Wort. So Mensch das Wort deuten weiß, ist Mensch im Worte wortwörtlich. Das ist nämlich Information vom sogenannten ersten Gebot, von den ersten Geboten. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Nun, das ist Herrenlogik. Das ist in Herrenlogik formuliert. Karl-Heinz Deschner schreibt in Bissige Aphorismen, die Bibel lügt. Der Herr schafft nicht jeden sein Recht. Der Herr schafft das Recht der Herren. Menschen, welche Phrasen, oh mein Gott, heiße ich, sei kein Gottesbesitzer. Das Meins, Deins, Seins ordnet ein Besitzverhältnis an, was das Einheitliche verdammt. Als Information in diesem sogenannten Gebot, samt Informationen vom Johannesevangelium sehe ich, dass andere Götter Worte sind, welche einem Wort angedeutet, angedichtet sind. Jedes Wort ist Gott,
heißt es in diesem Evangelium. Das Wort ist Gott. Missbrauch ist also am Wort Namensverrat machen, also dem Wort etwas andichten, was im Namen wenig heißt ist, also das Wort verleugnen. Dass ich ja wohl jedes Wort auf die Goldwaage lege, heißt es manchmal von Menschen, von welchen. Ich antworte dann, jedes Wort ist ein Wagnis, ein Schöpferkraftimpuls. Jedes Wort sei ein Gotteswagnis, so habe ich es eben mal formuliert, nachdem ich jedoch im dudischen Herkunftswörterbuch den Stamm vom Wort gut einlest habe, sehe ich das Wort Gott nun ebenso als eine ergreifende Begreifung am Allahischen. So stammt das Wort gut nach dem dudischen Herkunftswörterbuch von Gitter, Gatter, Gatte, vergattern, umklammern. So ist also das Land gut, das Land, welches der Gut